Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Impuls von 24 mal Weihnachten neu erleben. Die Idee von Weihnachten neu erleben ist, entdecken, dass hinter Weihnachten viel mehr steckt, als auf den ersten Blick zu sehen ist und dass Weihnachten selbst ein riesengroßes Geschenk ist. Wir wünschen euch, dass ihr durch diese Gedanken inspiriert und beschenkt werdet. Heute lese ich den Impuls vom 6. Dezember. Der Weihnachtsmann. Du glaubst wahrscheinlich auch noch an den Weihnachtsmann. Wenn uns jemand solch einen Satz an den Kopf wirft, hält er uns wahrscheinlich für ziemlich naiv. Aber spätestens seit dem Zeitpunkt, als wir unsere Eltern heimlich dabei beobachteten, wie sie die Geschenke sorgfältig unter dem Weihnachtsbaum platzierten, wissen wir, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Ja, als Kind fiel es uns leicht, an den Weihnachtsmann zu glauben. Oder an das Christkind oder auch an Gott. Die kindliche Zuversicht war groß. Unsere Augen brauchten nicht viel, um zu leuchten. Und wir waren schnell bereit, unser Vertrauen verschwenderisch in diese Idee zu investieren. Doch was ist seitdem passiert? Als wir noch so leicht ins Staunen und Träumen kamen, bevor es sich letztlich als Falle entpuppte, in die wir aus Naivität tappten. Und weitergedacht, warum fällt es uns als Erwachsenen oft so schwer, an jemanden zu glauben, der uns zutiefst kennt und versteht, der weiß, was unser Herz bewegt, wofür wir uns fürchten und was wir uns wünschen. An jemanden zu glauben, der es gut mit uns meint. Vielleicht wurden wir seither zu oft in verschiedenen Bereichen unseres Lebens enttäuscht. Wir hüten uns davor, unser Vertrauen an eine weitere Illusion zu verschenken. Nicht, dass uns nochmal jemand für naiv hält oder wir wieder in diese alte Weihnachtsmannfalle tappen. Wie lange ist es her, seit du mit deinem erwartungsvollen Herzen wie damals, als du deine Stiefel vor die Tür gestellt hast, ein Gebet gesprochen hast? Hast du es überhaupt jemals versucht? Oder ist die Angst zu groß, damit in die nächste Gottfalle zu tappen? Spielen wir es einmal in Gedanken durch. Was wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte? Wenn du es noch einmal wagen würdest, dich dem Zauber von Weihnachten hinzugeben. Was würde passieren, wenn du den Stiefel noch einmal vor die Tür stellst? Und heute ein zaghaftes Gebet sprechen würdest? Nun, der Stiefel könnte leer bleiben. Du könntest ein weiteres Mal desillusioniert zurückbleiben, so wie damals. Aber es kann auch das Gegenteil der Fall sein. Und auf wundersame Weise bekommst du die Art von Geschenken, die dir auch der ambitionierteste Weihnachtsmann der Welt nicht hätte in den Stiefel packen können. Gott hört unsere Gebete, alle. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Jeremia 29, Vers 12 bis 14. Der Begriff Anrufen ist vielleicht gar kein schlechtes Bild für Gebet. Es ist, als würden wir unser Smartphone in die Hand nehmen und unseren besten Freund oder die beste Freundin anrufen und ihm unser Herz ausschütten. So kannst auch du mit Gott ganz offen darüber reden, was dir auf dem Herzen liegt. Wir können gar nicht verlieren, wenn wir beten, aber wir können unendlich viel gewinnen. Wir wünschen euch einen schönen Adventstag.